Die Angst ist so groß, ja. Also die Angst, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt ausgewandert bin und die Welt bricht zusammen? Oder ich möchte wieder zurück. Naja, nach Deutschland kann man jederzeit wieder zurück. Man kann sich jederzeit wieder anmelden und wieder in dieses System hinein. Und die Frage ist, ob man das will, weil das System wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr ändern. Also richtiger Zeitpunkt finde ich gut, das intuitiv erstmal so hineinzuspüren, wann wäre das denn so? Oft ist es so im Coaching, wenn die Frage kommt, trifft es auch oft mit guten Transiten oder Progressionen zusammen oder mit dem Solarhoroskop gibt es dazu gute Aspekte zum Beispiel. Also das kann man ja sehen. Es kann auch einen zu frühen Zeitpunkt geben. Spannend, dass du auch sagst, der Aufenthalt am Seelenort ist eben auch für das Business hilfreich oder kann hilfreich sein. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie diese Energien, wie du sagst, auch für den Menschen hilfreich zur Seite stehen können, wenn sie ihren neuen Seelenort auch finden dann. Es unterstützt die energetische Fähigkeit, dass man zum Beispiel Dinge leichter bewältigen kann oder Dinge leichter vonstatten gehen oder dass man sich zum Beispiel gut auf eine Aufgabe fokussiert oder dass man dort eben seiner Aufgabe mehr zugeführt wird. Es gibt auch Orte, da wird man ja auch hingeführt, ne? Also das energetische Umfeld ist schon wichtig. Also wenn man zum Beispiel, wie du sagtest, gerne in der Kleinstadt ist oder gerne in der Gruppe, also das Typische ist ja schon immer am Meer leben. Und die Frage ist halt, macht man es wirklich oder nicht, wenn man zum Beispiel auch sichtbaren Erfolg haben möchte oder mehr finanziellen Erfolg, das wollen ja die meisten. Und da können manche Konstellationen unterstützend sein. Und natürlich bleibt es nicht nur beim Manifestieren, das weißt du auch, sondern es geht darum, dann in die Umsetzung zu kommen. Und da fängt es an. Also da fängt es an, will man das wirklich oder nicht? Sehr interessant. Und trotz dieser Hindernisse oder trotz dieser ja ersten Hürden, was zeigt den Menschen doch meistens, dass es jetzt Zeit ist, was Neues zu beginnen und vielleicht sogar auszuwandern? Genau, also ich denke mal, wenn der Schmerz am größten ist, ne, wenn zum Beispiel auch wirklich was abgelebt ist, wenn man vieles versucht hat, zum Beispiel vielleicht mit Menschen in Kontakt zu kommen oder man merkt, die Schwingung am Ort ist einfach sehr niedrig, ja, oder zum Beispiel die Umgebung passt nicht mehr oder man spürt einfach, Mensch, das Klima auf Dauer, das tut mir irgendwie nicht gut. Oder man lebt an einer Linie, die anstrengend ist. Das sieht man auch im Horoskop. Also es können zum Beispiel Pluto-Linien oder Lilith-Linien sein. Die sind ja oft dafür verantwortlich, dass man da ein bisschen mehr herausgefordert wird. Wenn man nämlich umzieht oder auswandert, dann verändert sich der Alltag. Und davor haben die meisten auch Angst. Wenn da kein klares Bild ist, dann ist es oft schwierig. Und auch das kann ich jederzeit ändern.